erinnern, gedenken, versöhnen. Meine Großmutter, die hat natürlich eine Mordsbelastung. Die Landwirtschaft war ja sehr, sehr klein. Sie hat auch keine Unterstützung. Und es war ein harter Kampf für meine Oma. Und da sieht man jetzt den Soldatenfriedhof, wo mein Großvater bestattet worden ist. Und auf diesem Friedhof sind immerhin 44.061 deutsche Soldaten bestattet worden. Hier kann man ganz deutlich den Namen lesen. Johann Spies, Landstürmmann. Das bedeutet so viel wie Kanonenfutter. Über lange Zeit habe ich meinen Großvater verachtet. Und da wollte ich mich halt rehabilitieren, dass mein Großvater eigentlich ein sehr gefühlvoller Mensch war. Nur ist er bei diesem Besuch, bei diesem Fronturlaub, ist er schon dermaßen verhärtet gewesen, offenbar, weil er das Kriegsgeschehen, diese Brutalität, war bei ihm schon zur Substanz geworden. Dann kam eben das Gespräch, weil die Tochter sehr erfreut war, dass sie den Vater wieder gesehen hat und hat ihm praktisch deutlich gemacht, und das voller Freude: Papa, ein Dirndlhammer und ein Kalbhammer. Das war ja sehr, sehr wichtig für diese kleine Landwirtschaft. Es ist auch mit Geld verbunden gewesen. Aber der Großvater bzw. der Vater von der Tante Bertha, der war vollkommen, ja, ganz gefühllos. Und das war einfach auch für das Kind eine wirklich Enttäuschung. Und für mich auch, dass ich eigentlich nichts mehr übrig hatte von diesem Großvater, der so reagiert hat gegenüber seiner Tochter. Vor ungefähr 12 Jahren ist eine Postkarte aufgefunden worden, wo er an seine Schwester geschrieben hat, sie braucht ihm kein Paket mehr schicken, er muss nicht hungern. Sie sollen das für sich behalten, sie sollen das verwenden, dass er wieder zu Kräften kommt, also sein Vater, also mein Urgroßvater. Und sie sollen vor allem zusammenhalten, sie sollen sich gut vertragen. Und also da hat er den Menschen gespielt, den ich als Humanisten sehe. So ist es mir in Erinnerung, und deshalb gibt es dieses Buch. Die Auswirkungen des Krieges haben sich da deutlich bemerkbar gemacht. Diese Brutalität und vielleicht auch, dass er keine Chance mehr sieht, praktisch wieder heimzukommen. Er hat sich verabschiedet von 2 Schwestern auf dem Regensburger Bahnhof. Und da hat er gesagt: Sehen tut ihr mich nicht mehr. Das ist eine Resignation, wo ich glaube, er
hat vielleicht Suizid gemacht. Aber das ist nur eine Vermutung, dass er einfach festgestellt hat, wie viele Krüppeln hier es gibt auf dem Schlachtfeld, und da müsste er als Krüppel heimkommen. Und das wäre sicherlich für seine Frau, also meine Großmutter, eine zusätzliche Belastung zu 5 kleinen Kindern. Sehen tut ihr mich nicht, der mit einer Bestimmtheit, hat er das gesagt, ja. Und da hat er gedacht, er ist es so sicher gewesen, dass er nicht mehr heimkommt. Und das deutet für mich eben darauf hin, dass er sagt, das gibt nur für meine Frau eine zusätzliche Belastung und das möchte ich ihr ersparen. Dass Rassismus die Rüstungsindustrie mit größten wahnsinnigen Herrscher stets brandgefährlich sein können, wenn sie sich gegenseitig in die Hände spielen, ist ihm ebenso wichtig. Angetrieben hat ihn wohl auch die Erfahrung, dass er seinen Großvater jahrzehntelang falsch eingeschätzt hatte. Das Buch seines Enkels rehabilitiert ihn. Das war Mittelbayerische Zeitung. Daraus ist der Zweite Weltkrieg entstanden, weil der Erste nicht aufgearbeitet wurde. Das ist eigentlich die Ursache, war, dass einer Zweiten Weltkrieg gegeben hat, der das Fünffache an Todesopfern verursacht hat. Das war zu meinem 65. Geburtstag, habe ich meinen Opa in Langenmark besucht. Als ich den Namen gelesen habe, Johann Spies, Landsturmmann, dann ging es mir wirklich kalt über den Rücken. Das war ein Schlüsselerlebnis, wo ich nicht vergessen werde. Darum bin ich ja gefahren, weil ich gewusst habe, ich habe meinen Großvater falsch eingeschätzt bei der ersten Begegnung mit dem Fronturlaub gegenüber seiner Tochter. Die Reaktionen haben mich total überrascht. Also im Positiven, also ist das zu verstehen gewesen. Ich habe keine einzige negative Reaktion gespürt. Möchte ich von den Zeitzeugen, die auch in den Schulen sind, da habe ich ja auch mitgemacht, die kommen gern in die Schulen, sind sehr objektiv, machen aber deutlich, die Jugend kann nicht praktisch verurteilt werden, was die ältere Generation mit angerichtet haben. Die Demokratie hat ihre Mängel. Aber es gibt nichts Besseres als die Demokratie. Das war denen ihr Motto. Um eben, dass sowas nicht wiederkommt, das war eigentlich denen ihr Appell. Und darum meinen sie, Demokratie ist bei allen Mankos, die sie sicher hat,
doch eine sehr positive, ja, Gesellschaftsordnung. Da schreibe ich als Jahrgang 1941 gehöre ich der Generation an, die nicht bemüht war, die Vergangenheit aufzuarbeiten, sondern unter den Teppich zu kehren, beziehungsweise zu ignorieren oder zu leugnen. Deshalb gehört mein Engagement den Arbeitskreis Mannmal, der jährlich am 27. Januar zur Erinnerung an die Befreiung von Auschwitz, aber auch an den Todesmarsch der Arbeitssklaven aus dem Lagern Landsberg-Kaufering, der auch durch den Landkreis FFB führte. Das ist so mein Appell, und darum hänge ich eben an diesem Arbeitskreis Mannmal, die das eben zu ihrem Motto machen. Erinnern, gedenken, versöhnen.